Ich bin Literaturwissenschaftlerin mit einem fachlichen Zuhause in der Romanistik und mit einem Forschungsfokus auf der frühen Neuzeit. Ich vertrete eine historische Literaturwissenschaft, die mit Wissensgeschichte, Mediengeschichte und Rhetorik im Verbund steht, die global vernetzt gedacht ist und die umgekehrt die Einschränkungen auf Nationen oder Sprachen als historisch geworden und damit als kontingent begreift. In der frühen Neuzeit bedeutet Literatur etwas anderes als in der Moderne. Sie betrifft ein weites Feld von gelehrten Verhandlungen über Gegenstände von der Mathematik bis zur Dichtung. Es ist ein weit gespanntes Netz von Texten, das sich der modernen Fächerlogik entzieht und das quer zu Sprachgrenzen verflochten ist. Serendipity ist hier ein wichtiger Begriff. Die aus heutiger Sicht oft unerwarteten Beziehungen zwischen Gegenständen, aus denen sich immer wieder neue Forschungsperspektiven ergeben. Die Leistung der historischen Geisteswissenschaften besteht darin, dass wir die Vergangenheit lebendig halten, indem wir sie durch jeweils neue Linsen betrachten, Texte ins Gedächtnis rufen, Objekte neu deuten, Beziehungen herstellen. Dass wir Generationen von MultiplikatorInnen erreichen, die dieses Wissen in die Schulen und weitere berufliche Kontexte tragen.